Das war schon echt nicht mehr feierlich. Das hast du so richtig rausgelesen. Also, du konntest wirklich. Sie hat zwar irgendwie was von behauptet, nee, es wäre so gar nicht und so Krams, bla bla. Ich hab's nicht mehr genau im Kopf. Aber du hast so richtig gemerkt in ihrem Posting, was die geschrieben hat, dass es sie sich richtig auf den Schlips getreten gefühlt hat. Also, ich meine, musst dir vorstellen, in einem du hast ein Spiel, wofür du auch ein Forum hast im Internet, so, und da kommt dann du patchst halt auch was aus deinem Spiel raus, und dann kommt irgendeiner im Forum und schreibt das dann da öffentlich für jeden User einfach nieder. Du kannst natürlich nicht einfach das Posting löschen. Ich meine, es ist ja nicht gegen die Hausregeln. Es hat ja nicht irgendwie was beleidigend oder das oder sonstiges drin. Kannst ja nicht einfach löschen, ne? Eieiei. Also, das war echt. Naja, man muss es nicht verstehen. Also, ganz ehrlich, das ist schon teilweise echt Kinderkacke, was das angeht. Also, gut, sowas rauszupatchen, das sein musste, weiß ich nicht. Allerdings, das dann teilweise, es wurde ja zum Glück wenigstens nicht geleugnet, aber. Ja. Hier ist alle Türen zu? Ja, gut. Hallo. Hey, die zweite Tür ist noch offen. Sagen wir das so eine. Also es ist schon ein bisschen heikles das Thema. Wie gesagt, mich würde da auf jeden Fall mal eure Meinung zu interessieren. Besonders auch, was ihr davon haltet, dass die beiden eben jetzt aus dem Forum raus sind. Also mich stört's nicht. Also mir ist das Jacke wie Hose, besonders bei Chrisley, weil mir die Person generell nicht gerade sympathisch rüberkam. Eher so ein bisschen rechthaberisch. Er muss ja irgendwie immer den dicken Max markieren, so nach dem Motto. Er muss ja immer recht haben, er muss ja immer dastehen wie keine Ahnung, der größte Hengst auf Erden oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was seine Mission dabei war. Aber er war generell auf mich nicht so sympathisch. Oh, Tempo 1. Oh. Keine Ahnung. Mit dem hatte ich noch nicht so viel am Hut und. Richtig interessieren tut es mich jetzt auch nicht, was er da mit seiner Straßenbahn-Map macht. Klar, sieht schick aus und so weiter, aber Omsi ist, ich bin auf jeden Fall, also wie man jetzt spätestens jetzt merken dürfte, eher so die Fraktion von wegen Omsi ist ein Omnibus-Simulator und es ist zwar ganz nett, wie gesagt, Straßenbahn fahren zu können, allerdings stört es mich nicht, wenn man das jetzt rausgepatcht hat. Oder hat es für mich keine weitere Einwirkung auf das Spielerlebnis? Es gibt ja jetzt mit dem neuesten Patch, der jetzt irgendwann mal gekommen ist, von Aeroschrott, gibt es jetzt einen Patch Manager. Wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe, heißt das Teil Patch Manager. Kein Witz. Damit könnt ihr, wenn ihr den startet, könnt ihr dann auswählen, ob ihr die aktuelle OMSI-Version haben möchtet mit Doppelgelenkbus-Feature oder ob ihr die alte OMSI-Version haben möchtet, wo dann eben noch diese Get High Approved Scheduled Vehicle war es, glaube ich. Also eben, wo dann diese Höhenerkennung geht. Ob ihr die Version haben möchtet, so. Also wirklich,
Ich meine, Games Ari war das. Die haben das relativ treffend beschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Posting. Ich kann ja mal ganz kurz auf dem Dings. Kann ja gleich mal kurz auf meinem Handy gucken, ob ich das finde. Das Posting von Games Ari. Es war auf jeden Fall. Ich fand's echt witzig, also was sie da geschrieben hatten. Oh, Moment. Müsste ich das einmal ganz kurz aufrufen? Achso, ne, geht gerade weiter. So, gamesari.com. Mini-Update umgeht Trump-Problem. Ja. Ja, scheiße. Ja. Neues Update löst Trump-Problem. Mehr oder weniger. Ja. Beziehungsweise umgeht es halt. Es ist relativ treffend be beschrieben von Games Ari. Also, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht derjenige, der Games Ari so hundertprozentig feiert, ganz ehrlich. Ich weiß sowieso nicht, was sowas bringt unbedingt. Allerdings, ich finde diesen Beitrag so genial. Umgeht Trump-Problem mehr oder weniger. Ah, schön. Damit tritt man doch Aerosoft auch wieder auf den Sch also, ich weiß es nicht. Dass ich da. Wie gesagt, ich finde das witzig. Umgeht das Trump-Problem. Ah, ja. Ah, herrlich. Ja. Hätten wir das Thema auch abgehakt. Ne? Also, wie gesagt, es ist. Es entwickelt sich teils auch zum puren Kindergarten. Sind ja wieder die Kiddies, die sagen, ja, das ist ja voll geil. Und die Entwickler sind ja jetzt so scheiße, weil sie es rausgepatcht haben. Wo sie nicht mal wissen, was es warum überhaupt und so weiter. Man hat dazu zwar ein Statement im OMSI-Forum verfasst. Also so offiziell, so Mitteilung der Administration oder so Krams. Ich weiß es nicht genau, wo das war. Auf jeden Fall hat man da halt auch eine Stellungnahme verfasst zu. Und ja. Huch. Das soll die Fahrplanposition. Ja, der kann das auf jeden Fall mit den Sichten erstellen hier. Cooler Typ. Na, mal ab. Ist es abzuwarten, was denn da jetzt noch so passiert. Also ich denke mal, wenn dann irgendwann die Bahn-Map schöner rauskommt, das ist auch wieder so ein Ding. Ja, dauert ewig und 3 Tage und wird dann trotzdem nicht fertig. Oder es ist so ein. Also es ist wirklich. Tramfahren in OMSI ist nicht gerade schön. Es ist mehr Kompromiss als irgendwie. Dass da irgendwas funktionieren würde. Ich meine, du kannst die Weichen nicht aus dem Cockpit stellen, du kannst also vom Fahrerarbeitsplatz und so weiter muss dafür nach draußen gehen oder auf irgendwelche ewig langen Ampelphasen warten. Was auch so ein Punkt ist, eben das mit den Ampelphasen, weil du kannst prinzipiell auch keine Anforderungsampelphasen machen, heißt du stehst dann da eben ewig und 3 Tage an der Kreuzung. Wo normal im Real Life 2, 3 Sekunden maximal stehen würdest, weil du schon irgendwie 10 Jahre lang angefordert hast und dann alle da, damit du da halbwegs deinen Fahrplan einhalten kannst, weil sonst, ich weiß nicht, ihr habt, also ich habe ja Videos zur NF6D gemacht, bin dann da auf der mitgegebenen Map gefahren und ich weiß nicht, ich weiß es jetzt nicht genau, aber man hat da so durchschnittlich um die 5, 6, die 6 Minuten Verspätung, also.
Ah ja. Wie gesagt, schlecht, mehr schlecht als recht, mehr, viel mehr. Das sind so die abschließenden Worte. Aber wenn es dann halt irgendwann mal fertig wird, dann. Und dann eventuell auch technisch überzeugt oder zumindest funktioniert, dann werde ich das, denke ich mal, auch hier im Let's Play zeigen. Je nachdem, ob das eben erwünscht ist oder nicht. Ich besitze ja Stram Add-on. Nachhinein weiß ich nicht, ob ich mir das unbedingt kaufen musste. 15 Euro hätten auch ich auch für was anderes ausgeben können, aber. Tut manchmal Dinge im Leben, auf die ist man eventuell im Nachhinein nicht mehr stolz. Oder denkt man sich so im Nachhinein, warum habe ich das eigentlich getan? Cool, ich kann hier exakt nicht in diesen Spiegel schauen. Ja, also bei, um mal auf den Bus zurückzukommen, also bei dieser Alpha-Version hier, sollen eventuell dann zum Beispiel das Maß-Funktionsfähig tüchtig gemacht werden, und hier die diese Fahrradrennscheibe, diese Glasscheibe soll dann auch entfernt werden. Hundert Jahre später geht mir dann doch schon etwas sehr doll auf den Sack. Kann man die Fahrradtür überhaupt öffnen? Nein. Ach doch. Cool. Bewegt sich sogar mit. Nobel, nobel. So, wollen wir jetzt hier aber mal weiter. Eieiei, ob wir da jetzt gleich durchkommen. Also ich hab's beim Josh gesehen, das Fahrzeug. Und da ich eben auch diese Alpha-Version hier jetzt die Tage erst quasi erhalten habe. Ach du Scheiße, das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee, hier reinzufahren. Und dann einmal anhalten. War es nicht. So, ja, ich habe den Karren bei Josh gesehen, ist ja die E81 gefahren und da hatte die Karre nicht als eine allzu gute Bounding Box, deswegen bin ich mir jetzt auch hier ein bisschen skeptisch. You know. Vielleicht hat auch dieser Tunnel keine Collision Box, das wäre natürlich schön. Okay, einwandfrei. Einwandfrei, meine Damen und Herren. Steht zwar aus von einer Maximalbreite von 2 Metern. Ich glaube, die Linienverkehrsfrei stand auch noch, aber. Man sollte auch die Bremse treten. Nee. So. Zubleiben. Die Herren Türen, ja. So. Achso. Nee, Blinker können wir gesetzt lassen. Wie sind wir denn zu spät, dass wir jetzt da den Kollegen auch so blöd treffen? Ach, 3 Minuten. Ach, meine Güte. Ich finde noch vollkommen in Ordnung. Wer jetzt für eine Haltestelle mit? Oh mein. Aldi Süd, aha. Oje, sagen wir, können Sie nicht mal anständig fahren? Ja, dann fahr halt, meine Güte. Ist ja auch in Ordnung. So. Kriege ich hier wahrscheinlich 2 Folgen raus. Hoffe ich mal. Beziehungsweise wäre ganz schön.
Ich meine, je mehr Folgen ich daraus rausbekomme, desto weniger muss ich hier produzieren, ne? Und das ist ja mit dem Produzieren und mit dem Aufnahmezeitpunkt finden und so weiter, ist ja alles nicht ganz einfach. Wozu blinke ich jetzt? Ich weiß nicht. Geistig behindert oder so. Wie die geistig behinderte Sirene. Ne? Grüße an den GSG. Ich weiß, der wird das hier nicht sehen, aber ja, jetzt nehme ich hier nochmal einen Bordstein mit. Haben da ja unseren schönen Spiegel. Fahren wir schon. Schön bis vorne vor. Oh. Ah, gut. Alles in Ordnung. Gut, die letzten beiden Haltestellen waren wir jetzt zu spät. Ah, jetzt so die besser. So. Kiste mal auf hier. Dann. Ah, diese Türtaster-Animation ist super. So, machen wir hier nur den vorderen auf. Ah, gut. Oh. Oh. Wer kann, der kann. So. Puh. Ja, dann würde ich mir also super. Nochmal. Also, wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und schaut hier auf jeden Fall auf meinem Kanal weiter vorbei und ja, durchaus auch mal bei ETS oder sonstigen Projekten. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Müsst ihr natürlich nicht, ich zwinge euch zu überhaupt nichts. Und ja, würde ich sagen, schönen Tag noch, ne? Nicht? Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.